Nach dem morgendlichen Berufsverkehr wurde die Grenzallee Neukölln am Montag zwischen Bergiusstraße und Neuköllnische Allee gesperrt. Grund dafür ist nach Angaben der Verkehrsverwaltung der Weiterbau der Stadtautobahn A100. Es gebe zwar zwei Umleitungsstrecken, trotzdem wird mit Staus gerechnet. Die Bauarbeiten sollen bis Sommer 2017 dauern. Die künftige Trasse der A100 soll die Grenzallee kreuzen. Für den Neubau des Tunnels Grenzallee muss die Straßenbrücke der Grenzallee über die Bahntrasse abgerissen und erneuert werden.